Ja, hallo Blender-Artisten, willkommen bei die German Blender Brothers, Levi am Mikrofon. Heute wurde ich angefragt, ob ich ein deutsches Tutorial machen könnte über Boxcutter, wie man den benutzt und wie man die Einstellungen macht und wie all die Menüs, Boxen und Pi-Menüs funktionieren, damit man mit Boxcutter beginnen kann. Boxcutter ist nichts anderes als ein Boolean-Tool, das heißt, ich kann auf meinem Körper irgendwelche Schnitte machen. Ich kann verschiedene Objekte, respektive Primitives, kann ich gebrauchen, um Schnitte in mein Modell zu machen und auch gewisse, wie soll man sagen, ja, gewisse Objekte bauen einfacher. Wenn ich das nicht hätte, dann müsste ich hier zum Beispiel für diesen Kreis da, müsste ich einen Zylinder erstellen, die Vertex hinstellen, rotieren in der X-Achse, verkleinern, daraus ziehen, da, dann Shade Smooth und dann Shift-Click mit diesem und Ctrl-Minus, um den Schnitt zu machen. Und mit Boxcutter geht das alles viel einfacher. Einfach ziehen, hinten doppelklicken, ziehen, doppelklicken und dann geht er durch. Und hier kann ich meine Ornamente machen, wie ich das haben möchte. Ich kann hier zum Beispiel einen Zylinder machen, A drücken und da erstellen. Alles solche Sachen, die sonst mit Vanilla Blender, also Blender im Normalfall, sehr kompliziert sind. Okay, ich gehe wieder zurück. Perfekt, also starten wir. Und zwar hier oben. Diese Toolbar gibt es denn, wenn in Boxcutter-Einstellungen, das muss ich mir suchen, Behavior. Wo das auch immer ist. Da, Simple Toolbar muss eingeschaltet sein. Wenn nicht, dann gibt es diese komplizierte Toolbar, die viel aufwendig ist und ja, nicht nötig ist in meinen Augen, aber für die Einfachheit des Tutorials erwähne ich das. Also ich schalte sie wieder ein. Und die falsche angeklickt. So, jetzt. Und jetzt ist sie wieder normal. Starten wir da oben. Das sind die Cutters, wie gesagt, Kreis, Box, N-Gon und Custom. Das sind die Cutter, die wir haben. Wie gesagt, mit D komme ich auch in diesem Model-Menü und kann sie hier anwählen. Starten wir mit der Box, ist einfacher. Und hier habe ich die verschiedenen Schnitte, die ich machen kann. Das zeige ich euch auch. Also gehen wir hier Box und diese da
cut. Da steht da cut. Okay? Wenn ich das habe, dann ist es hier auf cut und box. Dann kann ich irgendwo, dass mein Objekt muss selektiert sein, irgendwo kann ich starten, ziehen, nach unten ziehen, klicken und dann ist es gemacht. Oder wenn ich mir nicht sicher bin, ziehen, runterziehen, Tab drücken, dann gehe ich im Pause-Modus und dann kann ich hier noch die Größe ändern, respektive die Tiefe. Ich kann hier die Höhe wechseln. Ich kann hier die Größe meiner Box ändern. Ich kann hier den Bevel ziehen und mit der mittleren Maustaste kann ich die Anzahl Segmente, wenn ich loslasse, dann habe ich das und sonst, wenn ich das ändern will, wieder gedrückt halten, wenn ich ganz mit der Maustaste nach links gehe, wechsle ich zwischen Chamfer und Bevel. Lassen wir das so und dann hier drücken, doppelklicken und dann habe ich mein Objekt geschnitten. Beim Zeichnen kann ich zum Beispiel hier beginnen. Wenn ich Shift gedrückt halte, dann macht er mir ein gleichmäßiges Quadrat. Wenn ich loslasse, dann so breit, wie ich will mit der Maustaste. Wenn ich Alt drücke, dann von der Mitte aus des Cutter macht er es länger und zwar gleichmäßig länger. Ich kann auch Alt und Shift drücken, Alt und Shift bringt aber nicht viel. Also hier runter ziehen oder hier runter, B für Bevel. Rausgehen, wieder rein. Und ihr seht hier unten all die Befehle, die während dem Zeichnen vom Cutter gebraucht werden können. Zum Beispiel R kann ich rotieren, wenn ich, wie ich will. Ich kann RZ drücken und der macht immer 5er Schritt oder 15er Schritt, das muss ich schauen. Ich kann Y wählen oder X. Dann drücke ich wieder Tab, dann bin ich wieder pausiert. Ich kann mit G, also G, bewegen, wo ich will. Wenn ich das nur in der X-Achse bewegen möchte, wie normal. Es ist jetzt nur während dem Zeichen X ist so und Y ist so. Ist gerade umgekehrt, aber das ist eine Eigenschaft von Boxcutter während dem Cut. Z kann ich auch. Voilà. Ich lock Shape mit der Tab-Taste, da bin ich wieder pausiert, es ist nichts passiert. Ich kann den skalieren. Ich kann ein Wedge machen, das ist sowas. Mit Control. Ne, das kann ich so nicht. Aber ich kann mit W durchdrücken,
bis er die richtige Form hat. Ich kann hier die Ecken packen und ziehen, wenn ich das größer machen will. Hier mit der mittleren Maustaste kann ich die einzelnen Bevel einstellen. Sagen wir, den will ich nicht, ich will nur so eine Form haben. Dann kann ich bestätigen mit Doppelklick und es ist erledigt. Das gleiche drücke ich wieder D für Menü, hier mit dem Kreis. Also hier die Einstellungen vielleicht noch. Der Grid, der ist auf 0,5 Meter und der Grid ist nichts anderes. Wenn hier oben diese zwei aktiv sind, drücke ich Ctrl und dann zeichnet er mir so ein Grid, der ist immer 0,5 Meter groß, weil ich es hier auf 0,5 Meter eingestellt habe. Also kann ich sehr präzise meine Cuts machen. Ich bleibe auf Control gedrückt und auf Control und ziehe mein Quadrat und mache da immer 0,5 Meter Schritte ausgerichtet auf diesem Gitternetz. Und dann nach unten kann ich auch mit Control machen, dann macht er auch 0,5 Schritte. Okay? Dann kann ich hier noch verschiedene Sachen einstellen, zum Beispiel hier wieder der Grid, wo er snappen soll, der Cursor auf dem Vertex, auf die Edge, auf die Faces und hier ist Snap to Edge, Snap to Grid, also auf dem Gitternetz, auf dem Vertex, auf die Edge und auf die Fläche oder Faces. Er soll statisch sein, das heißt, wenn ich hier klicke, dann ist es statisch. Wenn ich die 0,5 Meter ändern will, kann ich, oder den kleiner mache, kann ich mit der mittleren Maustaste, mit dem Scrollrad, kann ich das so einstellen. Und dann sind die Cuts kleiner. Okay? Hier kann ich die Collection. Die Collection sind nichts anderes als diese da, wo alle Cutters, die ich hier eingefügt habe, hineingestellt werden und auf unsichtbar gestellt sind. Ich könnte zum Beispiel den letzten Cutter, den ich gemacht habe, wieder darstellen. Man sieht den fast nichts, aber das ist der Cutter. Und den Cutter könnte ich auch abändern. Im Edit-Modus kann ich zum Beispiel diese Edge markieren. Ctrl-B, ein paar Segmente mit dem Mausrad dazugeben und dann ist mein Cut auch wieder abgerundet. Okay, so kann man die wieder sichtbar machen. Aber es gibt ein anderes Trick, da es immer hier auf der zweiten Position ist oder sein sollte, kann man mit Shift 2 darstellen oder nicht. Und zwar, wenn ich hier mein Objekt gewählt habe, Q drücke und dann Ever Scroll wähle, dann kann ich hier jetzt mit dem Mausrad alle die Boolean-Objekte
durchscrollen, bis ich den habe, was ich will, zum Beispiel der da, dann klicke ich und der ist gewählt. Den könnte ich zum Beispiel abändern. Im Edit-Modus kann ich diesen so Das bringt zwar nichts, wenn man da hinten, aber hier unten, könnte ich den bevel, dann wieder aus dem Edit rausgehen, im Objektmodus, und wenn ich den verschwinden lassen möchte, diesen Objekt, Cutter-Objekt, Shift 2, und dann werden alle wieder auf unsichtbar gestellt. Perfekt. Also nochmal Q, einfach Scroll. Man kann die durchgehen oder mit Tabulator kommt man in dieses Modalmenü und dann kann ich die ausschalten. Man sieht das gut da. Aber da. Voilà. Oder man könnte sie applyen, das heißt, im Moment ist es nicht destruktiv. Wenn ich apply mache, dann sind sie eingestellt, fix und man kann sie nicht mehr ändern. Also wenn ich zum Beispiel den nehme und jetzt noch verstellen möchte, das kann ich. Wenn ich aber den voilà, wenn ich den hier, das ist glaube ich der da, nein, der da, wenn ich den apply, dann kann ich das hier machen, applyen, dann ist er fix in der Geometrie und wenn ich nochmal ever scroll mache, dann erscheint er nicht mehr, weil der schon zur Geometrie hinzugefügt wurde. Wenn ich diesen editiere, dann sehe ich, da ist er hinzugefügt worden und diese da kann ich nicht selektieren, weil sie eben noch live sind und noch nicht zugefügt sind. Ich gehe wieder zurück. Voilà. Den könnte ich auch hier applyen unter dem Modifier. Wenn ich mein Objekt wähle hier, dann ist er irgendwo. Der ist es. Den könnt ihr auch hier apply und dann ist er auch fest destruktiv gemacht wurde. Okay. Ich gehe wieder zurück. Mal schauen, ob ich bis am Anfang gehen kann. Ja. Perfekt. Das wäre die Box gewesen. Analog der Kreis. Der Kreis, wenn ich das wähle, habe ich die Möglichkeit, hier unten die Anzahl Vertex zu wählen, von 3 bis 64, oder hier kann ich scrollen bis auf 100, wenn ich mehr brauche, 128 eintippen, und dann habe ich hier ein Kreis mit 128 Segmente. Das benötigt man, wenn man High-Resolution Modelle macht. Ich schalte diesen Ofen. Ja, da habe ich noch was. Psst. Ich lösche das schnell. Voilà. Perfekt. Wie gesagt, den Kreis
Ich kann hier zum Beispiel, wenn ich Schrauben mache, 8 Vertex wählen und dann eine Schraube machen. Okay. Beim N-Gon ein sehr interessantes Tool, der N-Gon. Ich möchte hier eine Kerbe reinmachen zum Beispiel, dann gehe ich hier außen oder beginne hier, gehe so, drücken und halten, loslassen, dann macht er immer 15 Grad Schritte, nochmal klicken, da klicken, hier bin ich, wenn es rot ist, auf der gleichen Höhe, so ist er richtig, dann klicken, rausgehen, raufgehen, da, nochmal klicken, damit der rote Punkt verschwindet und dann entweder bis zum Schluss oder so weit ich brauche und bestätigen mit Klick. Sehr interessantes Tool, wie gesagt. Ich kann auch hier solche Sachen machen und dann ein Slice, das zeige ich euch noch. Und mit einem Slice werden zwei Objekte gemacht. Aber wenn ich hier das Beveln und den auch, dann habe ich solche schöne Effekte wie ein Panel. Okay? Gut. Ich gehe wieder zurück. Das sind die Primitivs, die ich euch gezeigt habe. Den Kreis, die Box, den N-Gon und jetzt gehen wir zum Custom. Für das Custom muss ich hier da etwas schneiden und hier zum Beispiel auch. Upp, das war zu tief. So, diese Form. Wenn ich jetzt auf Custom gehe und diesen da einschließe, bis da unten und OK, nee, das ist nicht das, was ich wollte. Ah, jetzt weiß ich, Blödsinn gemacht. Also ich gehe nochmal mit der Box, ziehe ich mir sowas rauf, gehe bis unten und dann gehe ich mit Tab in Pause und ihr seht da unten Extrakt für mit Y Extrakt, also Y drücken, bestätigen und jetzt bin ich in Custom Mode und kann ich genau dieses Objekt hier aufziehen. Man sieht, ist das genau das gleiche. Ziehen wir das so auf in die richtige Richtung und kann auch das gleiche wieder machen. Das ist gut, wenn ich eine Form gemacht habe und möchte sie irgendwo anders nochmal die gleiche Form machen. Also mache ich einen Extrakt und dann Custom und somit ist der Fall erledigt. Gehen wir wieder zurück. Das sind die vier Cutters, die wir zur Verfügung haben. Und jetzt gibt es noch für jeden Cutter diese Spezialitäten. Entweder mache ich einen Cut, ich mache einen Slice, ich mache einen Intersect, ein Inset, ein Join, ein Knife,
ein Extrakt oder Milch. Das gehen wir jetzt durch. Also, ich wähle mir die Box, ziehe hier drauf, gehe ich nach unten und jetzt kann ich wählen mit der Taste X diese verschiedenen Modis. Wenn ich einmal drücke, gehe ich im Slice-Modus, das sehen wir da unten. Wenn ich nochmal drücke, dann gehe ich im Intersect-Modus, das heißt, der Cutter, den ich jetzt gemacht habe, wird als Objekt erhalten und alles drumherum wird ausgeschnitten. Wenn ich nochmal X drücke, dann gehe ich im Inset-Modus. Das zeige ich nachher noch im Detail. Und wenn ich nochmal X drücke, dann gehe ich wieder zurück im Cut-Modus. Damit wir das etwas besser sehen, gebe ich ein bisschen ein Bevel hier. So. Also. Ziehen, runter. X drücken, da gehen wir im Slice-Modus, so weit wie ich will, und bestätigen. Jetzt hat er mir zwei Objekte daraus gemacht. Das Hauptobjekt bleibt und den Panel oder das Ausgeschnittene, den habe ich da. Den kann ich nicht bewegen, weil er ist verwandt mit diesem da, aber ich kann das nachher, wenn ich das hier applye, kann ich nach dem, nein, das ist immer noch, den muss ich auch applyen, den kann ich nehmen und wegziehen und irgendwo anders platzieren. Will ich alles nicht. Jetzt gibt es natürlich diese Artefakten, weil ich da zu wenig Geometrie habe, spielt aber keine Rolle. Ich kann das immer noch hinzufügen. Ich gehe im Edit-Modus rein und kann hier muss ich vorher machen. Sorry. Ich gehe hier im Edit-Modus und füge ein paar Segmente und dann zeichne ich meine Box X und jetzt auch hier kann ich das Bevel brauchen, wenn ich das beveln will. Ich kann Q drücken, damit da unten ein Bevel ergibt. Oder wieder mit Q ausschalten. Ich kann mein Tab drücken. Ich kann wieder Q oder B und Q und dann kann ich da unten auch das Bevel erstellen, wenn ich das brauche. Und dann, wenn ich zufrieden bin, kann ich, ich könnte den rotieren, ich kann den bewegen, ich kann ein Wedge machen, ich kann den Bevel ersetzen, ich kann das extrudieren, damit ich das nachher als Custom zur Verfügung habe. Den Offset hier mit O macht es nicht anders als den oberen Teil etwas herauslagen zu lassen. Ich kann ein Solidify hinzufügen. In Solidify, das ist das T, dann sieht man da oben besser mit T
Kann ich sowas machen? Nochmal Tee, gehe ich wieder zurück. Das zeige ich nachher oder in einem anderen Video. V, den Array Modifier, kann ich hinzufügen. Mit dem Mausrad kann ich wählen, wie viel das ich will. Mit der X-Taste kann ich die zwei Achsen wählen. Ich könnte da, voilà. Und hier könnte ich alles noch ändern, aber ich bin zufrieden mit meiner Wahl und bestätige, und jetzt habe ich die zwei Panel gemacht. Ich habe wieder mein Bevel verloren, also etwas beveln und hier auch etwas beveln. Man sieht jetzt ein paar Artefakten, spielt keine Rolle. Q drücken, Alt Sharp, da steht da geschrieben, Alt Sharp ist ein Weighted Normal Modifier hinzuzufügen. Voilà. Und dann wahrscheinlich muss ich noch ein paar von denen hinzufügen. Und meine Panels sind gemacht. Dann machen wir nochmal ein. Nach unten. Und dann wähle ich zweimal X. Das wäre ein Intersect. Das brauche ich sehr wenig. Aber es kann geben. Oder nochmal X drücken. Da stehe ich hier zum Inset. Dann drücke ich Tabulator. Und jetzt kann ich unten auch diese all diese Optionen wählen. Aber meistens braucht man den T, den Solidify, also T drücken und dann kann ich das so ändern, wie tief das ich will. Wenn ich zufrieden bin, Tab, dann könnte ich noch ein Bevel hinzufügen, ohne Q diesmal. Voilà. Und bestätigen und dann habe ich meine schöne Fläche. Die Artefakten, die behandeln will ein anderes Mal. Das ist das Inset. Und diese haben wir auch hier, überall. Aber ich wähle sie immer mit der Taste X wieder dem Zeichen. Also, jetzt machen wir ein Join. Da ziehen wir auch das auf. Wir drücken aber die J-Tasten und dann geht er automatisch nach oben. Das ist okay. B für Bevel. Ich könnte auch hier einen Jumper machen. Und wenn ich zufrieden bin, Doppelklick und dann habe ich das so hinzugefügt. Und der gehört jetzt zu diesem, weil ein Join ist. Also verbunden mit diesem Objekt. Wenn ich reingehe, dann sehe ich vielleicht nee, den sehe ich nicht. Aber er ist hier verbunden und wenn ich hier ein Apply mache von diesem Modifier, Boolean Modifier, den kann ich hier wählen, rundherum, Ctrl B, hm?
Ah, ja, ich weiß wieso. Also machen wir das nochmal. Ziehen, nach unten, ein bisschen. J, nach oben. B, Q, damit er gerade ist. Bestätigen. Aufpassen, dass man da unten bestätigt. Und voilà, ist mein Objekt hinzugefügt worden zu diesem Objekt. Dann gibt es noch ein anderes und das ist das Make. Ich kann die Taste A drücken, das steht da unten. Und dann kann ich mein Objekt erstellen, B bestätigen. Und jetzt ist das ein Objekt für sich alleine. Das ist manchmal auch hilfreich. Okay? Das sind die verschiedenen Modis. Dann haben wir noch eins. Und das ist der Knife-Mode, also der Messer-Mode. Auch hier kann ich mit der Box machen oder mit dem N-Gun oder mit was auch immer. Ich mache hier einen Schnitt. Dann drücke ich anstatt die X-Taste einmal die K-Taste für Knife. Und bestätige mit Doppelklick und man sieht das nicht, aber wenn ich hier mein Objekt in Edit-Modus gehe, dann sehe ich, er hat einen Schnitt gemacht in meiner Oberfläche und die könnte ich jetzt editieren zum Beispiel. Ups. Wichtig ist dann, dass man immer, wenn man solche Sachen editiert, immer Boxcutter ausschaltet, sonst gibt es böse Überraschungen. Okay, dann markiere ich das. Shift D an Ort und Stelle. P zum Separieren. Dann markiere ich mir den da und kann ein Solidify Modifier hinzufügen. Voilà. Und so habe ich ein Panel gemacht. Den kann ich wegziehen oder was auch immer machen damit. Okay, das ist der Knife. Man kann auch, wenn man so Artefakten hat irgendwo, kann man auch zum Beispiel eine Box ziehen. Ups. Wieder im Boxcutter-Menü gehen. Eine Box aufziehen, K drücken und voilà. Und dann habe ich hier eine zusätzliche Edge eingefügt. Voilà. Das sind die verschiedenen. Und wichtig ist nachher nach dem Cut, nach dem Knife, hier wieder auf Cut zurückgehen, weil er bleibt, glaube ich, auf Knife, wieso auch immer, wieder auf Cut zurückgehen. Das sind all diese Methoden, die man im Boxcutter zur Verfügung hat, sei es im Kreis, Box, N-Gun oder Custom.
Die haben wir immer zur Verfügung und man kann sie wählen. Wie gesagt, ich wähle sie immer mit der X-Taste, außer Join mit J, Knife mit K, den Extract mit Y und das Make, also ein neues Objekt kreieren mit A. Okay. Jetzt haben wir 40 Minuten. Ich glaube, das ist genug für heute. Im zweiten Teil gehen wir weiter mit der Erklärung von diesem Menü. Okay? Viel Spaß, wenn Fragen auftauchen, wie immer, im YouTube-Channel schreiben, subscriben, liken, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis zum zweiten Teil. Und tschüss.